Wenn ich in die Session-Ansicht etwas aufgenommen habe, kann ich das in die Arrange-Ansicht aufnehmen. Ich nehme jetzt mal hier was in die Session-Ansicht auf. Ich muss dafür hier bloß die Spur scharf schalten. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen zu spät angefangen habe mit dem Aufnehmen, kann ich ja hier den Startpunkt jederzeit verschieben und kann mir hier verschiedene Takes, verschiedene Variationen aufnehmen, die jetzt zum Beispiel hier diesen Beat begleiten. Der Beat läuft geloopt weiter. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil der Session-Ansicht, dass man hier einen Clip loopen kann, einfach weiterlaufen lassen kann und dann irgendwas dazu einspielen kann, ohne sich um ein Arrangement kümmern zu müssen, was irgendwann zu Ende ist. Aufnehmen wird also leicht gemacht in Ableton Live. Man kann auch anders arbeiten. Ich kann hier zum Beispiel mal diesen Bass mit dem Shortcut 0 kurz deaktivieren und hier mit einem Doppelklick einen leeren Clip erzeugen, der ist jetzt einen Takt lang. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Button Session Aufnahme gehe, dann kann ich hier was aufnehmen. Und zwar im Overdub-Modus, das heißt, im ersten Schritt habe ich jetzt meinetwegen die Bassdrum aufgenommen und im nächsten Schritt. Das ist jetzt alles nicht besonders gut, weil ich hier mit Latenz bei der Videoaufnahme zu kämpfen habe. Aber man kann schon so sehen, wie man hier im Overdub-Modus was aufnehmen kann und kann jeweils mit Command Z den letzten Durchgang rückgängig machen und dann wieder neu aufnehmen. Und man kann natürlich hier auch bei der Aufnahme wieder sagen, vorher, dass ich gerne bei der Aufnahme quantisieren möchte, dann geht das hier ein bisschen besser. Gehen wir zurück zu dem, was ich hier schon aufgenommen habe, beziehungsweise erläutern noch so ein bisschen, wie das hier funktioniert. Dieser Overdub-Modus, wie der Name schon sagt, bezieht sich auf das Arrangement. In der Session-Ansicht nehme ich hier sowieso in einem Overdub-Modus auf. Wenn ich unterschiedliche Takes aufnehmen will, dann nehme ich dafür typischerweise unterschiedliche Clip-Slots. Wie hängen jetzt die Session-Ansicht und die Arrange-Ansicht zusammen? Ganz einfach, ich kann das, was hier in der Session-Ansicht ist, ins Arrangement aufnehmen. Oder ich kann es auch einfach rüberziehen. Ich kann dann zum Beispiel hier diese Tracks selektieren und dann, während ich die mit der gehaltenen Maustaste festhalte, drücke ich die Tabulator-Taste, um zum Arrangement zu wechseln und kann die Sachen jetzt hier rüberziehen. Jetzt sind die aber hier noch ausgegraut, das bedeutet, das, was in der Session-Ansicht spielt, ist aktiv, nicht das, was im Arrangement spielt. Es sei denn, ich drücke hier drauf, dann erscheinen die Regionen im Arrangement farbig, weil sie jetzt auch spielen. Wenn ich die aber jetzt hier spiele, irgendwelche Regionen hier in der Session-Ansicht auslöse, dann wird es wieder ausgegraut, weil es nämlich dieselben Spuren sind und immer nur entweder die eine oder die andere Region gerade Priorität haben kann. Grundsätzlich ist die Idee aber noch eine andere beim Transferieren von diesen Inhalten, nämlich, dass ich das, was ich hier improvisiere, ins Arrangement aufnehmen kann. Und hierzu kann ich auch sogenannte Szenen benutzen, das heißt, in dem Moment, wo ich hier eine Szene triggere oder auslöse, spielen alle Sachen, die in den verschiedenen Spuren drin sind, gleichzeitig oder legen gleichzeitig los. Da kann man auch programmieren, dass das automatisiert abläuft. Das machen wir ein andermal. Ich fange jetzt mal hier ganz von vorne an. Übrigens, das Auslösen von Szenen und Clips erfolgt hier im Moment nach einer globalen Quantisierung, die ich hier eingestellt habe und die auf ein Bar, also einen Takt voreingestellt ist. Das heißt, wann immer ich da draufklicke, kann es nur auf dem glatten Takt einen Wechsel geben. Ich stelle jetzt mal hier diese Szene ein, beziehungsweise
beziehungsweise halte das an und drücke jetzt hier auf Aufnahme. Jetzt sind diese Dinge, die ich hier mehr oder weniger gut ausgelöst habe, hier im Arrangement aufgezeichnet. So kann ich also live mein Arrangement selbst erstellen, indem ich selber auslöse, was kommen soll. Das wird dann hier aufgezeichnet und kann natürlich jederzeit wieder editiert werden. Wenn ich jetzt aber live performe und habe jetzt hier meinetwegen diesen Ablauf, und habe jetzt zum Beispiel das Gefühl, der Bass soll schon früher kommen als hier in meinem Arrangement, dann kann ich das live improvisieren. Das heißt, ich lasse das Arrangement spielen und das bedeutet, jetzt wird für den weiteren Verlauf meine Session-Ansicht das Arrangement überstimmen. So lange, bis ich hier irgendwo sage, Back to Arrangement, was ich aber auch spurweise machen kann. Also hier sehe ich, diese Spur kommt noch aus dem Arrangement und diese spielt in der Session-Ansicht. Dabei kann einem natürlich zum Beispiel helfen, dass man hier so einen Loop anmacht und dann diese Loop-Klammer selektiert und diesen Cycle- oder Loop-Schalter aktiviert. Das bedeutet, das Arrangement spielt hier in einem Loop. Und dann kann man ein bisschen improvisieren. Während man improvisiert, spielt man also hier in der Session-Ansicht rum. Und dann beim gewissen Punkt sagt man, okay, jetzt spring wieder zurück zu dem Loop, lass den einmal auslaufen und dann mach weiter mit dem Arrangement. So habe ich mir auch mal einen Live-Act organisiert.